Na, wer von euch hat schon reingehört in die 10. Episode des All Shoot Sneaker Podcasts, unsere Jubiläumsepisode? Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da, wenn ihr es schon gehört habt. Und falls nicht, wenn das Video rum ist, solltet ihr mal bei iTunes, Spotify oder hier bei YouTube reinhören, denn es gibt auch was zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Turnschuh TV. Und ihr seht es schon direkt neben mir aufgebaut. Es geht um die Kollaboration zwischen Sondra aus Berlin und Ping Pong aus Köln. Beides Marken, die auf der einen Seite sehr stylisch positioniert sind, auf der anderen Seite aber auch mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch arbeiten und sehr bewusst bzw. sehr nachhaltig sind. Ihr wisst es, Hikmet sucht weltweit die besten Materialien für seine Schuhe zusammen. Da gibt es zig Zertifikate und Allergieprüfungen. Das Ganze wird dann in Deutschland zusammengebaut. Das ist wirklich der höchste Anspruch. Und glaubt mir, wenn Hikmet endlich eine SpaceX-Ticket kriegt, dann wird er durchs Universum fliegen und wird da die besten Materialien suchen. Und bei Ping Pong ist es nicht anders. Die produzieren zwar nicht in Deutschland, sondern in Asien, aber produzieren da auch sehr gut, sehr hochwertig. Und das Ganze mit einem Nachhaltigkeitsanspruch, dass sie PET-Flaschen benutzen, größtenteils. Wieso größtenteils? Hier zum Beispiel ist eine Lederapplikation mit dran, das Logo ist aus einer Metallapplikation, die Reißverschlüsse sind von, wie heißen sie, YKK, also ganz normale Reißverschlüsse, die sind sicherlich nicht aus Plastik hergestellt. Aber was sie gerne machen, ist vegan und nachhaltig zu produzieren und auch das Ganze zertifiziert. Das könnt ihr auf der Ping Pong Homepage alles nachschauen. Und diese beiden sind so eine Zusammenarbeit, die, wie man sieht, Arsch auf Eimer oder, ja, viel zitiert auch, Faust aufs Auge passt. Denn es sind auch beides neue Produkte. Die beiden Produkte gab es so noch nicht zu kaufen. Den Sondra Proto 2 und die Tetrick-Tasche von Ping Pong. Fangen wir mal mit dem Sondra an. Ich blende euch jetzt auch immer mal wieder ein paar Bilder ein mit dem Proto 1 für euch zum Vergleich. Erstmal zum Grundsätzlichen. Ich habe mich direkt wieder in diesen Schuh verliebt. Proto 1, Mega-Silhouette. Proto 2 steht den in keinem Verhältnis? Nein, steht ihm in nichts nach, so sagt man das. Wieder wunderbares Leder hier verwendet, verarbeitet auf den Punkt. Es ist ein Sample übrigens, also falls sich jetzt bis zum Verkauf im Jahr 2019 noch ganz leicht was ändern sollte, vielleicht die Farbnuance um 2% nach oben oder unten gehen sollte oder vielleicht das eine Panel doch noch mal ein kleines bisschen anders aussehen sollte, dann ist das einfach so, dass das hier ein Sample ist und sich da noch ein paar Dinge ändern können. Aber ich denke, nichts Grundlegendes, sonst würde ich das hier noch nicht in die Kamera halten dürfen. Also, feine Materialien, hier in dem Fall ein Mesh und das lässt uns auch sehr gut sehen im Äußeren, wo die Unterschiede liegen. Ihr seht es schon im Vergleich der beiden Schuhe, hier schon die neue Sohle drauf, die neue Sohle vom Proto, die seit, ich glaube, dem dritten oder vierten Release dann auch auf dem Proto 1 schon drauf war, bei meinem noch die ursprüngliche Sohle. In der Mittelsohle hat sich großartig nichts geändert, aber hier im Upper, ihr seht es, das Paneling auf der vorderen Partie, an der Mudguard seht ihr es, hat sich hier vorne am Übergang etwas geändert. Da hat sich das Paneling vertauscht, das heißt hier dieser Strap, der oben drüber geht, ist anders. Das mittlere Panel wäre sonst überlappend mit reingegangen. Hier an der Seite, dieses magentafarbene, gab es vorher auch noch nicht, was durchgegangen ist. An der Ferse ging es früher nach oben. Unten weg, jetzt nach oben. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass es insgesamt nicht mehr so eckig und kantig ist beim Proto 2 wie noch beim Proto 1. Ich weiß nicht, ob Pink mir das mal erzählt hat. Es ist recht kompliziert, beziehungsweise die komplizierteste Naht, die man machen kann, eine wirklich recht winklige Naht zu fertigen. Da muss man einmal absetzen und neu ansetzen und dann geht es weiter. Spricht dafür, dass man dann als Näher ein bisschen konzentrierter sein muss, um das Ganze zu verarbeiten. Wahrscheinlich auch das ein Grund, weshalb es immer so gut verarbeitet ist bei den Sondras. Also, das der Sondra Proto 2. Ihr kennt es, die Logos auf den Seitenpanels bzw. oben auf der Zunge. Das Innenfutter nach wie vor mit einem Lederlining, Volllederlining und das hinten aufgeraut und hier unten steht die Nummerierung, welchen Schuh in welcher Größe ihr handcrafted in Germany bekommen habt. Das also der Sondra Proto 2, der ab 2019 erhältlich ist. Ich habe es gesagt, kann sich noch mal ein, zwei Details ändern, aber das werden Marginalien sein. Ab 2019 kommt er in den Handel. Wenn ihr diesen Schuh haben wollt, müsst ihr zwar immer noch bis 2019 warten, aber ihr müsst euch nicht mehr groß anstrengen, was den Kauf betrifft, wenn ihr die Tetrick-Tasche kauft. Die Tetrick-Tasche in dieser Kollaboration zwischen Ping Pong und Sondra berechtigt nämlich zum Kauf dieses Schuhs im Jahr 2019. Heißt, ihr kauft diese schöne Tasche und lehnt euch ab da
bis dieser Schuh rauskommt, mit dieser schönen Tasche zurück. Die Tasche hat 4 Fächer, deshalb Tetra, griechisch für 4. 2 Taschen hier vorne, eine, die vielleicht für ein großes Smartphone passen kann, eine für so ein bisschen Kleingeld und Rumgeklimper und Rumgekruschtel. Hier oben drauf mit 2 Reißverschlüssen oder beziehungsweise mit 2 Reißverschlüssen. Die große Haupttasche mit einem Sonra Ping-Pong und Hikmet Sugar gebrandeten Innenfutter. Und hier hinten auf der Rückseite nochmal eine Tasche, die auch das schöne Innenfutter hat. Ich finde es ganz gut mit der Aufteilung. Ich tue hier hinten gerne irgendwie Perso, Führerschein, vielleicht ein paar Geldscheine oder sowas rein. Hier oben alles andere. Da würde auch zum Beispiel noch so eine kleine Snapshot-Kamera reinpassen mit einem flachen Pancake-Objektiv. Hier vorne dann nochmal die 2 Taschen. Und bei der Tasche, die so ein bisschen fürs Smartphone passt, habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Denn wenn man wirklich so ein XL-Smartphone hat, ich habe ein Pixel 2 XL, dann wird es ein bisschen schwieriger, das hier rein und raus zu friemeln. Das ist ein nicht unmöglich, aber es ist ein bisschen frickeliger, denn diese Tasche hier hat so einen kleinen Schlupf, der einmal oben drüber geht. Das aber wirklich gejammert auf extrem hohem Niveau, denn diese Tasche sieht einfach wunderbar aus, fühlt sich wunderbar an und ich habe schon das ein oder andere Ping-Pong-Produkt zu Hause. Sind auch einfach zauberhaft verarbeitet und das ist sehr gut. Hier oben nochmal ein Griff, falls ihr das Ding mal einfach so von A nach B bewegen wollt und es etwas schwerer wäre. Und hier hinten dann eine eigentümliche Nummer, 26.08.18. Ja, da kommt diese Tasche in den Handel. 100 Stück wird es geben, davon ungefähr halbe bei Pingpong und auf der Seite von Sonra zu kaufen. Und damit, wenn ihr diese Tasche bekommt, habt ihr dann das Vorkaufrecht auf den Sonra. Und jeder, der sich jetzt sagt, so, ja, es ist schon schwer genug, einen Sonra zu kommen, wenn es jetzt 100 von diesen Taschen gibt, um das Vorkaufrecht zu bekommen, auf 2 Seiten aufgeteilt, es wird bestimmt nicht einfacher werden. Ja, ich würde einfach mal sagen, es ist ein sehr beliebtes Produkt, es ist auch ein sehr schönes Produkt, deshalb ist es wie bei allen schönen Produkten wahrscheinlich etwas aufwendiger, in dem Jahr 2018 es zu bekommen. Aber für einen glücklichen Turnschuh-TV-Zuschauer können wir das Ganze sparen, denn wir verlosen eine dieser Taschen inklusive des Vorkaufrechts auf diesen Schuh. Und das heißt, ihr könnt euch ab sofort zurücklehnen, wenn ihr denn Folgendes macht, den Kanal abonnieren, dieses Video auf einem Social Media Portal eurer Wahl zu teilen und unten einen Kommentar dazu lassen, wo ihr denn das Video geteilt habt. Und dann picken wir bis zum Ende der Woche einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin raus, die diese Ping-Pong-Tetrick-Tasche schon bekommt. Für Umme und dann im Jahr 2019, wenn der Proto 2 Release hat, diesen kaufen darf. Wenn das mal nichts ist. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Viel Spaß beim Mitmachen und dann bis die Tage wieder. Macht's gut. Tschüss.